Jahrhundertelang hatte sich der Rhythmus des bäuerlichen Lebens kaum verändert. Die Arbeit war von alten Traditionen und strengen Abläufen geprägt. Die Arbeitsgeräte waren einfach. Pflug, Hacke und Hände, wie im Mittelalter. Nur in den Mühlen der Bauern war ein anderer Takt zu spüren. Von Kräften, die wie spielerisch die schwersten Räder in Bewegung setzten. Ein Teufelswerk, sagte der Volksmund oft. Und, dass der Müller mit unheimlichen Kräften im Bunde sei. Bis um 1880 blieb die bäuerliche Welt unberührt. Dann brach ihre alte Ordnung langsam auseinander unter dem Ansturm neuer Techniken. Um 1920 hatte die Stangelmühle bei Regensburg einen Gleichstromgenerator eingebaut. Er erzeugte die Kraft von 35 Pferden und das Licht. Viel mehr, so erinnert sich ein Bruder des Müllers, war damit nicht anzufangen. So hat es keinen Kühlschrank haben wir nicht gehabt, da Waschmaschine haben wir nicht gehabt. Das ist erst später gekommen. Ne? Was haben Sie dann gehabt, was Sie angeschlossen haben? Im Haus, das lag mal, ist sonst gar nichts. Und draußen eine Maschine oder sowas? Da haben wir nichts gehabt. Elektromotor, da war noch nicht da. Ne? Ich habe 3,5 PS gehabt. Was haben Sie mit dem machen können? Stroh einschneiden, kreisig, Holz schneiden, wie man nicht gehabt hat, schon die Selbstzeit. Sonst haben wir keine Verbindung. Und Klei machen, nicht? Also Schrub machen. Nicht? Dann war es schon erledigt, oder? Da waren wir ziemlich so weit. 30 Jahre später, um 1950, eroberte die Technik Dorf um Dorf mit einer neuen Maschine, dem Traktor. Er war die Hoffnung für ein besseres Leben. Wogende Ähren, weitläufige Wiesen und Äcker sind seit eh und je Sinnbild einer gesunden Landwirtschaft. Dies mag den oberflächlichen Beschauer in seinen Vorstellungen der ländlichen Idylle leicht täuschen. Denn in der Landwirtschaft hat eine mächtige Umwälzung begonnen, die maßgebend durch die Abwanderung ländlicher Arbeitskräfte in die Industrie sowie durch die Konkurrenz ausländischer Agrarprodukte verursacht wurde. Der deutsche Bauer ist dadurch gezwungen, seinen Betrieb zu mechanisieren, um rationeller zu arbeiten und dem Arbeitskräftemangel begegnen zu können. Es war eine stille Revolution, wird der Landwirtschaftslehrer Peter Wittmann sagen. Die Technik veränderte alles. Das Dorf, seine Gemeinschaft, seine Wirtschaft. Durch den Krieg ist ja die Technisierung aufgestaut worden. Die Technisierung begann schon vorsichtig vor dem Krieg. Aber durch den Krieg wurde natürlich die Technisierung in der Landwirtschaft völlig hintangestellt, weil man in erster Linie leider Gottes Panzer gebaut hat. Nicht? Und dann ist der Nachholbedarf ungeheuer gewesen. Es war eine Revolution, aber nicht nur eigentlich eine Revolution im Technischen, sondern dann in der Folge dann auch eine Revolution in der sozialen Struktur des Dorfes bis zum heutigen Tag. Ende der 40er Jahre gehörte die Handarbeit zum gewohnten Bild auf den Feldern vor den Dörfern. Es gab Mähbinder, die von Pferden und Ochsen gezogen wurden. Und es gab noch Lohnarbeiter auf den Höfen, Geschwister, Kinder, Tagelöhner, die um ein paar Mark Wochenlohn das Getreide mit der Hand sichelten, Ehrenmantel banden und aufstellten. Innerhalb einer Generation wurde es still, im Dorf und auf den Feldern. Geschwister und Tagelöhner gingen in die Stadt, wo man mehr und leichter Geld verdienen konnte,
wo man nicht mehr Tag und Nacht den Bauern zur Verfügung stehen musste. Reich waren die Bauern in dem kleinen Dorf Katzenbach in der Rhön noch nie gewesen. Steinig ist ihr Boden. Wer hier früher 3 bis 4 Kühe im Stall hatte, zählte zu den Großen im Dorf. Aber auch er blieb ein Kühbauer. Einer, der seine Kühe vor den Wagen spannen musste oder vor das mechanische Mähwerk. Aber welch ein Segen war dieses Mähwerk, sagt Alfred Metz. Für ihn kam diese Maschine aus einer anderen Welt. Wohl deshalb hat er ihr ein kleines Denkmal gesetzt auf dem Dach seiner Garage. Ach, wie ich ja lang in Ruhe stand. Wie kommt es jetzt, dass die Maschine so gut im Zustand ist? Ja, die haben wir noch mal angestrichen. Das Einzige, was immer abgenutzt war, waren die Reifen, die Räder da. Die greifen, weil die müssen ja greifen ein bisschen, ne, auf die Wiese. Mhm. Und wie hat man die jetzt bedient, diese Maschine? Ja, da ist er draufgetreten worden, dann ist das, der Messer gefallen, geht dann runter, dann kommt erst das Eisen runter da, ne? Ja. Dann fällt er runter. Dann ist da draufgetreten worden, dann ist eingeschaltet worden. Dann ist das Getriebe, da hat sich die Treibstange bewegt, das Messer. Dann hat es gemäht. Und wer hat das jetzt gezogen bei Ihnen hier? Die Kühe. Wie viele Kühe haben Sie da eingespannt? Zwei waren dran. Mit der Hand zu mähen war eine unendliche Schufterei. Junge Knechte, die den ganzen Sommer hindurch schnitten, sahen im Herbst aus wie alte Männer. Was hat die jetzt für einen Vorteil? Die Maschine hat das Dreifache geleistet wie der Handmäher. Und da hast du ja nicht so viel mehr gebraucht. Die Kühe haben halt mehr ziehen. Ne? Das war es. Da war dann die Milchleistung weniger. Ne? Mhm. Ja. Ja, das war schon eine Katastrophe, wenn es im Sommer heiß war und es ist gemäht worden. Und die Bremsen waren da, die haben die Kühe schon. Schau, da war schon was los. Und die funktioniert noch, oder? Die funktioniert noch, freilich. Wie kommt es jetzt, dass die bei Ihnen am Garagendach drum ist? Ja, die haben wir da raufgestellt, dass sie weg war. Wir hatten sie erst drauf in unserer Halle stehen. Dann haben wir gesagt, ach, wenn sie zur Ansicht stellen wir schon mal da rauf. Bauern in Not, entdeckte ein Reporter damals in den fränkischen Dörfern. In verwinkelten, malerischen, doch heillos unwirtschaftlichen Dörfern aber stehen Zehntausende von Höfen wie dieser. In dieser Enge ist keine Sanierung, kein rentables Arbeiten mehr möglich. Auch dann nicht, wenn die Marktpreise noch weiter angehoben würden. An solchen Zuständen hatten die meisten fränkischen Bauern selbst kaum Schuld. Das altstarre System der Realteilung stürzte den Fleißigsten ins Elend, wenn er als Hoferbe den Besitz mit seinen Geschwistern gerecht teilte. Haus, Äcker, Vieh, Arbeitsgeräte. Bei all seiner vielfach attestierten Tüchtigkeit lebt dieser Bauer mit seiner Frau schlechter als ein Proletarier. Wir haben ihn nach dem Lohn seiner Plackerei gefragt. Wir haben uns ausgerechnet, dass wir im Jahr gut 3000 Stunden haben in Arbeitsleistung und dass wir auch im Jahr ungefähr 3000 Mark Einnahmen haben, sodass der Stundenlohn knapp bei 1 Mark liegt. Und wenn ich meine Frau noch dazu rechne, die auch das ganze Jahr in der Landwirtschaft tätig ist, und so kommen wir auf einen Stundenlohn von rund 50 Pfennig.